Am vergangenen Tag haben sich bei der MSO folgende Änderungen ergeben. In Richtung Kharkov in der Gegend des Kalten Berges traf die russische Armee die Position und die Luftverteidigung der WSU. Präzise Angriffe wurden auch auf die Punkte der Neonazis Kraken zugefügt. Infolgedessen wurden bis zu 200 Nationalisten getötet. Einschließlich wurden etwa 50 ausländische Söldner und 19 Einheiten militärischer Ausrüstung zerstört. In Richtung Slawjansk hat eine Gruppe ukrainischer Fallschirmjäger aus der 95. Fallschirmjägerbrigade einen Versuch unternommen, die Sewerodonezk bei Bagarodichnaja zu überqueren, aber sie wurden von russischen Spähtruppen entdeckt und zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte haben zwei ukrainische MiG-29 bei Slawjansk und Druzhkovka in DNR zerstört. Um den Luftraum am Flugplatz Kramatorsk zu schützen, hat die WSU das Flugabwehr-Raketensystem S-300 dorthin verlagert. Aus Seversk verlagert die WSU kampffähige Teile der Armee an die nächste Linie der Verteidigung von Slawjansk bis Konstantinowka. In Seversk gehen die Kämpfe weiter, aber es gibt noch keinen vollständigen Angriff. Nach Angaben des offiziellen Vertreters der LNR ist ein Teil von Seversk von alliierten Streitkräften besetzt. Russische Artillerie Uragan knackt die Verteidigung des Feindes. Dieses Geschoss ist die Vergeltung für alle Kinder von Donbass und Einwohner, die unter dem Terror der ukrainischen Nazis leiden. Feind wird besiegt, der Sieg wird unser sein. Früher näherten sich russische Einheiten dem Stadtrand von Soledar. Jetzt untersuchen sie vorsichtig die potenzielle Verteidigung des Feindes. Die Einheiten der LDNR haben die Kontrolle über die Fluchtwege der WSU aus Soledar. Die ukrainische Gruppe griff mit Hilfe von HIMARS Stakhanov erneut an. Dadurch wurde ein Munitionsdepot zerstört. Der Söldner Aydin Eslin, der zuvor bereut hat, an den Kampfeinheiten teilzunehmen, verliebte sich in die russische Kultur und hatte die Hymne der Russischen Föderation gesungen. Bei Cherson wurde eine WSU-Sabotagegruppe liquidiert. Sie versuchten mit einem Auto in die Stadt einzudringen, vorbei an einem Blockposten. Sie wurden mit einer RPG zerstört. Es wurden Waffen, Munition im Auto gefunden. Der Zweck der Saboteure war der Angriff und Zerstörung von Mitgliedern der militärisch-zivilen Verwaltung in der Region Cherson sowie Vertreter der Öffentlichkeit der Region. Die russischen Luftstreitkräfte haben einen Raketenangriff mit X-101 in einem Militärlager in Odessa durchgeführt. Infolge des Angriffs brach ein starkes Feuer aus. Die WSU feuerten erneut aus Mörsern auf ganz Dorf Ronowka in der Kursker Region. Zahlreiche Schäden erhielten Wohn- und Verwaltungsgebäude. Es gibt keine Opfer oder Verletzte. Polen gibt der Ukraine mehrere Dutzend T-92 Panzer. Da sind modernisierte Modelle des sowjetischen Panzers T-72. Warschau wird im Austausch amerikanische Abrams erhalten.